Was geht ab, YouTube? DJ E-Style hier wieder am Start für euch auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Aber wusstest du auch, dass ich fast täglich Livestreamer auf Twitch. Falls nicht, der erste Link in der Videobeschreibung führt dich auf meinen Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir auch auf den anderen Plattformen folgen würdest. Und vielleicht sehen wir uns ja bald bei mir in den Livestreams. Dann erzählen Sie mal, was macht ein Mann wie Sie in unserer schönen Stadt? Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich einen Urlaub buchen hier. Ja, und dann hat meine Mom mir die Kreditkarte gesperrt, nachdem ich das Flugticket hierher gebucht hatte. Ja, und jetzt wird's wohl, ist es quasi ein One-Way-Ticket hierher. Und hab mir gedacht, ja, so ein bisschen Tapetenwechsel könnte mir auch nicht schaden. Ich lebe eh seitdem ich 16 bin allein. Und hab mir gedacht, ja, ich schaue mir ein bisschen die Gegend hier an. Also Vespucci war eigentlich geplant gewesen für den Urlaub, aber naja. Jetzt ist ein One-Way-Ticket und aus dem Urlaub könnte, ja, dann doch was Langfristiges werden. Wohin es mich dann genau verschlagen wird, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Und das heißt, Sie haben jetzt keine Möglichkeit zurückzufliegen, weil Sie haben nur einen Hinflug gebucht. Korrekt, ja, das, wie gesagt, das Ticket konnte ich noch buchen und hatte noch mein restliches, ja, Bargeld. Seitdem die Karte gesperrt ist, gab es dann keinen Weg mehr zurück, beziehungsweise den Rückflug zu buchen oder geschweige denn irgendwas anderes noch zu buchen. Hat nur noch für den Flug gereicht und danach war die Karte dann gesperrt. Warum Sie haben dann die Flug überhaupt angetreten, wenn Sie wissen, dass Sie nicht können zurück? Naja, vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, wie ich dann doch vielleicht das Rückflugticket buchen kann oder vielleicht fühle ich mich auch hier wohler. Sie können, es könnte sein, dass Sie in die paar Wochen wieder zurückfliegen, weil Sie haben vielleicht doch die Mutter überzeugen können, dass Sie können zurückfliegen, weil Sie haben Geld gesammelt hier für den Flug. Aber es kann auch sein, dass Sie haben hier Gefallen gefunden und Sie bleiben hier. Ja, das weiß man ja im Vorfeld nie so, ne? Wie schön einem alles gefällt, aber ich denke schon, dass das mir ganz gut gefallen könnte hier. Also mein Ziel ist natürlich schon langfristig hier zu bleiben. Weil in Miami Sie sehen das jetzt als die Möglichkeit, sich von ihrer Mutter loszusagen und zu ihrem Vater, sie haben eh nicht die große Kontakt. Genau, korrekt. Ne, dass ich hier so ein bisschen mein eigenes Leben dann genießen kann und leben kann, ohne die Mutter im Hintergrund zu haben. Den Vater sehe ich ja eh nie. Eventuell meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Was ist denn Ihr Lebenstraum? Naja, eigentlich war ich nie so überzeugt von dem Beruf meines Vaters. Aber ja, er ist Detective bei Miami PD. Und ich wollte mir eigentlich nie eine Scheibe davon abschneiden, aber naja, hab mir gedacht, vielleicht ist das ja doch was. Weil er ist wenigstens zufrieden mit dem, was er macht. Und ja, tut auch was Gutes. Naja, mein Leben habe ich gelebt bisher. Ein bisschen was wollen wir noch natürlich genießen. Ich bin ja noch jung, aber vielleicht könnte es mich in diese Richtung verschlagen. 6,5 Stunden später. Ja, ich bleibe nicht anzüglicher zu sagen, eine frohe Aufenthalt. Das ist Ihre Tür zu Glück. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und noch, ja, einen schönen Feierabend dann irgendwann. Ja, die gleiche. Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Jo, alles klar. Du, Eric, ja? Korrekt. Hey, yo, Senorita. Ich hab hier so einen Eric. Ich hab keinen Bargeld, aber eine Flasche Bier kannst du haben, yo. Oh, Lazar. Dankeschön. Ja. Eric Lazar getroffen. Ich wollte eigentlich seinen Jacke. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, sag einfach Bescheid, ja. Der hat diese Kung Fu Panda Jacke gehabt. Ich bin schon eine gewisse Aber der, Zeit, der hat einen auf diesem Mitleid getan. Er hat nichts. Er ist seit einem Tag hier. Diese Politik, Bruder, die du immer machst, weißt du? Dachte ich mir egal, ich verschone ihn. Aber der scheint sehr, sehr korrekt zu sein. Wo bist du denn? Ja, ich komme jetzt um die Ecke. Wir sind auch hier. Ciao. Erik, wenn du willst, gesell dich zu uns, ne? Ja,
Ja. Es sind noch zwei, drei Homies hier am Würfelpark. Okay. Wenn du möchtest, zeigen wir dir ein bisschen die Stadt. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Da bin ich doch ein bisschen dabei. Du heute im Knast landen möchtest, dann hängen wir doch ab. Oh, das weiß ich noch nicht. Ich war da eigentlich vor, dass ich eine Nacht mal in einem ruhigen, gemütlichen Bett vielleicht. Ja, dabei. Essen und Trinken bekommst du da auch. Ach ja, dann ist, dann können wir das natürlich doch mal umsonst, oder muss man dafür auch zahlen? Nee, lieber? Umsonst. Knast ist immer gut, immer umsonst essen, trinken. Das ist besser als Hotel Mama, yo. Das ist geil. Okay, dann bin ich dabei, Jungs. Ich lande nicht im Knast, das macht lieber der Herr dort. Also die ganzen Koppers kennen mich hier schon leider. Mich noch nicht zum Glück. Ja, das deswegen brauche ich dich vielleicht. Wie ist das hier mit den Cops? Sind die... Die sind sehr, sehr wild drauf, ich sag dir das nur. Ne? Naja. Okay. Also ein falsches Wort, beziehungsweise brauchst du schon mal ein falsches Wort zu sagen. Nur ein falsches Gucken oder eine falsche Mimik und du wirst von denen geklatscht. Du wirst in den Knast. Du wirst in die Zelle geschoben. Hey, der Officer, den ich da vorgetroffen habe, der war echt freundlich. Bitte? Der Officer, der mir erklärt hat, wie ich mein Bankkonto machen kann, der war echt freundlich. Ja, zu neuen sind die immer freundlich, aber zwei Wochen und dann ist es vorbei. Ah, okay, dann hat sich das erledigt. Was geht ab, ihr? Spend. Wie geht's euch? Aleikum salam, Jungs. Was geht? Wo ist das Champion? Das ist hier der Erik. Ey, wo sind Handschellen hin, Spend? Alter, du bist auch verrückt. Ach, bestens soweit, bestens. Alles Spaß, jo. Der verprügelt mich und du stehst auf seiner Seite. Der verprügelt mich. Außerdem hast du Raul kennengelernt oder was? Ja, ich hab den Raul kennengelernt. Der wollte, dem war kalt, der wollte meine Jacke haben. Ach so, ja, der Raul ist, der sorgt sich um die Mitmenschen. Ja, ich hab gesagt, wenn ich ihm meine Jacke gebe, dann hab ich keine mehr. Das ist natürlich clever. Ja. Nein, wir haben uns jetzt geeinigt. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass er meine Nummer hat. Ich hab seine. Mach mal jetzt diese. Komm mal her. Der hat mich mal ein bisschen mitgenommen. Okay. Ja. Ist klar. Stand. Bob, was geht, Digga? Kannst du dich mal begrüßen oder was, du Keck? Ja, du. Hallo, sei grüßt. Oh, Bob, mach mir nicht den Stock in meine Augen rein. Aber was hier mit Stand? Wo ist Tankstellepreise? wie heißt du nochmal mit der Panda-Jacke? Eric. Und Eric. Du bist? Eric, Avocado kannst du mich nennen. Avocado? Oh, lecker. Genau, Avocado Ali ist der Spitzname, ja. Ah, wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Ich komme gebürtig aus Bosnien. Und aber es ist halt ein Spitzname, Avocado Ali. Ist halt jetzt kein typischer bosnischer Name, ist halt nur ein Spitzname so. Vedo ist mein normaler Name. Ah, okay. Ja. Naja. Wo kommst du her? Ali kann ich mir leichter merken. Ich komme aus Miami. Aus Miami? Ja. Oh, stark. Wow, habe ich viel von gehört, war ich noch nie da. Ja, ist dreckige Stadt auch. Lass mich kurz gucken, wie viel Geld ich habe. Ein Tipp, ja, versuch an der Jacke zu holen, weil gibt Leute, die machen das Gleiche, aber mein Ernst, verstehst du? Ja, deswegen bräuchte ich wahrscheinlich auch erstmal irgendwie ein Apartment, um irgendwie das... Hi. Ja, war ein bisschen angekommen. Hey, ja, heute Bob, Mittag. Okay, hast du schon alles gesehen? Erledigt? Hast du schon alles gut, Ui, pass mit deinem Schmuck auf, Alter. Nee, ich brauche erst ein Bankkonto. Ich habe meinen Ausweis jetzt nur beantragen können. Hör mir auf. Okay. Bin tatsächlich dann irgendwo gelandet. Da waren ziemlich uniformiert. Die sahen so in Anzügen und so. Ich habe, glaube ich, da die falsche Tür im Rathaus oder was ist genommen. Ja, da bin ich direkt wieder raus. Okay. Jetzt war ich eigentlich auf der Suche nach einer Bankfiliale, dass ich ein Bankkonto eröffnen kann. Ja gut, dann will ich mal mitkommen, das geht. Immer so ein Herz für sowas. Ja, alles gut, ja, das ist super. Fahren wir mal zur Bank, jetzt ist mein Konto. Ja, das ist super. Gestern warst du stolz. Ey Jungs, wir kommen gleich wieder, ich fahr kurz zur Bank mit ihm, ja? Ja, fahr mal mit Erik zur Bank. Ja, bis später Jungs. Erik, bis später. Da hast du aber ein schickes Auto, Ali. Jetzt kannst du einsteigen. Ja, die Bank ist sowieso in der Nähe hier. Wenn du so ein Auto hast, brauche ich vielleicht gar keine Bank. Das ist mehr Schein als sein. Ah. Was ist der? Geleased oder was? Ja, das geleased, kann man sagen. Das stimmt. Okay. Schickes Ding hier. Ja, ist wirklich sehr schön. So. Einfach hier rein. Ob die Frau, ob die am Schalter ist. Guten Abend. Yes. Guten Abend. Ah, ja, wir wollen ein Konto eröffnen. Ja. Das ging aber flott. Mhm, die sind ja geschult. Ja, super. Wir haben mit vielen Würfelpark-Assis zu tun, weil sie natürlich hier direkt sind, ne? Na, deswegen machen die das hier ganz zügig, oder? Vielen Dank. Ja. So, alles klar, Salam Aleikum, Achi. Ade. Güle, güle. So, mein Lieber, als nächstes hast du schon deinen Ausweis beantragt? Ja, den Ausweis habe ich schon, Den Ausweis hast du. Ich habe auch einen Mietwagen da mitgenommen, aber ich habe noch gar keinen Führerschein hier. So, brauchst du nicht, da kannst du den aus der alten Heimat mitnehmen. Hast du von da einen mitgenommen? Nee, ich habe gar nichts mitgenommen.
Ja, dann musst du mal Leute kontaktieren aus der alten Heimat, dass sie dir einfach nur den zuschicken. Ja. Und dann brauchst du hier den nicht hier irgendwie neu machen oder so. Das, ah, okay, okay. Das ist der Vorteil. Das ist ja super. Ja, das ist super, ja. Hast du schon, ganz wichtig, Hartz V beantragt? Ja, das habe ich natürlich. Das war gleich die nächste Anlaufstelle, nachdem ich meinen Ausweis bekommen habe. Ja, das ist gut, das ist gut. Jetzt kannst du auf dein Tablet auch mal schauen. Was haben wir denn da? Bei Finanzen. Ah, ja. Und da hast du auch deine V-Bahn, wenn dir jemand was überweisen möchte, die musst du halt immer nennen. Mhm. Und da kannst du auch gucken, was abgezogen wird und was draufkommt. Und da bekommst du jetzt natürlich auch dein Hartz V drauf. $121,19, ja, glaube ich. Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, hast du schon mal was draufbekommen? Keine Ahnung. Ich bin hier mit, ich glaube, etwas über $100 eingereist. Jetzt habe ich ein bisschen was drauf. Okay. Okay, gut. Da haben wir das schon mal erledigt. Das nächste, du brauchst ein Hotel, ne? Ja, ich habe hier vorhin irgendwo, ich bin hier ein bisschen spazieren gegangen. Mhm. Da hatte ich irgendwo ein Zimmer gesehen für $8, glaube ich. Ja, so $8 bis $10 die Stunde sind so die Standardpreise. Ja. Ich würde ja am Anfang raten, auch jetzt nicht unbedingt ein fettes Auto auszuleihen. Weil dann ist es so, dass die dann, dass der Preis auf $50, $60 geht als Beispiel. Ja. Und du kriegst aber ein Auto dazu. Okay, okay. Gibt es verschiedene Autos. Wenn du arbeiten willst, gibt es Burrito. Wenn du nicht auf die Mine willst oder so, davon würde ich dir auch abraten, direkt anfangs. Ja, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock zu arbeiten. Ja, du gefällst mir, mein Lieber. Du gefällst mir, ja. Dann suchen wir am besten eins irgendwo in der Nähe vom Würfelpark, wo aber direkt die Garage in der Nähe ist, wo du dein Fahrzeug einparken kannst. Ja, ich hab das tatsächlich hier schon direkt gegenüber hier in der Garage eingeparkt gehabt, weil ich mir nicht sicher war, weil da waren ganz schön viele Cops. Da habe ich mir gedacht, ich habe keinen Führerschein, ich park den lieber mal, park den lieber mal ein. Also hier vorne meinst du, hier links? Ja, ne? genau, da habe ich den geparkt. Okay, das ist gut. Dann suchen wir jetzt ein Hotel, was in der Nähe hier ist. Hier ist ein Blitz, da musst du aufpassen, man siehst du hier rechts. Bei wie viel blitzt der? 80. Ah, okay. 80, ich glaube, das Auto, was ich habe, fährt gerade so 80. Ich weiß jetzt nicht, was du hast, aber höchstwahrscheinlich. Das, was man so vom Start ausleihen kann, ist wirklich was Schlechtes. Ja, der hat mir die beschissenste Karre, glaube ich, gegeben, die der da hatte, weil ich auch nicht viel Geld hatte. Besser als laufen, ne? Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. So, gucken wir mal hier. Ich glaube, der Spendi, ein Kollege von mir, ist hier in dem Hotel. So. Zum Pagen und guck mal, was es hier gibt. Ja, genau, eins von denen war das auch. Da bist du halt auch in der Nähe. Was kosten die denn hier? $10 die Stunde. Ja, hier ist $8. Zu vermieten. So, mein Lieber, hast du genommen das Zimmer? Ja, das habe ich genommen. Gut, dann hast du das jetzt hier, musst du halt immer abschließen, ne? Ja. Wenn du reingehst und dann hast du einen Kleiderschrank, da kannst du, glaube ich, so 400-500 Kilo reinmachen, wenn du irgendwelche Kleidung hast oder ja, wenn du jetzt ja mal arbeiten warst. Bisher habe ich noch nichts, aber ich glaube, wenn die Jacke hier so begehrt ist, brauche ich wohl ein paar. Also ich würde dir, hast du unter der Jacke ein T-Shirt an oder irgendwas? Nee, gar nichts. Ja gut, dann komm einfach also mal mit. Also meine Brustbehaarung habe ich da, die hält ja auch warm. Dann fahren wir mal ganz kurz jetzt mit einem anderen Wagen zum Kollegen. Ich muss dann nämlich Gold verkaufen und Eisen, was ich jetzt die letzten Tage gearbeitet habe. Oh ja. Und danach gehen wir mal ein bisschen shoppen. Das hört sich gut an. Ich spendiere dir mal was Schönes. Ah, super. Und dann kommst du wieder zurück und lässt die Jacke oben im Kleiderschrank, damit du auch nicht rumläufst hier und hier dabei ist, dass du neu bist und dich nicht abziehen oder so. Bin ich ein richtiger Glückspilz. Direkt einen Sugar Daddy gefunden. Okay, let's go. Naja, so würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe auch eine ekelhafte Seite, aber wenn jemand cool zu mir ist, bin ich auch cool zu nehmen. Falls dir dieses Video hier gefallen haben sollte, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, ein Like, einen Kommentar und nicht vergessen, die Glocke einschalten. Bis bald.